Leute, what's up? Moonboon hier, herzlich willkommen bei einem kleinen Let's Play von Duke Nukem 3D Atomic Edition. Ihr fragt euch sicherlich, Moonboon, warum zockst du so alle Games? Nun ja, ich bin heiß auf Duke Nukem Forever und deshalb habe ich mir meine alte Kopie von Duke Nukem 3D von, ich weiß nicht, vor 10 Jahren oder so, ausgekramt. Und tatsächlich habe ich es hingekriegt, auf meinem 64-Bit-System es zum Laufen zu bringen. Und wir werden einfach ein bisschen rumdaddeln hier. Ich denke mal die ersten zwei Level oder so anspielen. Ich weiß nicht, ob es jemals eine Fortsetzung geben wird. Ich hatte einfach gerade Bock drauf und wollte ein bisschen mit euch zocken. Und natürlich den Hinweis für alle Zuschauer unter 18 Jahre. Macht's gut! Es erwarten euch extreme Gewalt und Brüste. Es ist also wirklich nichts für kleine Jungs, für kleine Mädels. Deshalb schaltet besser aus. Und ihr werdet mich auch hier kennenlernen, so richtig. Denn ich bin hier nicht so der brave Moonboon wie bei, keine Ahnung, Portal oder WoW, sondern ich spiele dieses Spiel, um Spaß zu haben. Und deshalb werde ich auch die Sau rauslassen. Oh ja, oh ja. Ah, es ist geil, mal wieder Duke Nukem zu spielen. Ich glaube, ich weiß sogar noch ein paar Geheimnisse. Oh, fail. Oh, warum springt jetzt nicht? Duke, spring! Oh Gott, ist das voll schnell irgendwie? Yes, a secret place. Und da war auch noch was. Ich weiß es genau. So, was ganz lustig immer hier war bei Duke Nukem. Man hat ja diese Sicherheitskameras. Wir sehen jetzt gerade einen Raum, in dem ich drin stehe. Und wir sehen, da hinten steht ein Lizard Trooper. Die Außenansicht vom Kino, innen im Kino. Okay, überall noch Gegner. Aber das werden wir gleich ändern. Hier noch ein bisschen RPG-Ammo. Yeah. Attack of the Bleach Blonde Biker Bimbos. Oh yeah, oh yeah. Steroide abgecheckt. Steroide auch nichts für kleine Kinder. So, Cinema. Hallo. Oh, nachladen. Wir können jetzt hier ein Loch reinsprengen, theoretisch. Mit unserem Raketenwerfer und dann da reingehen. Durch den Vordereingang. Aber mir gefällt der Weg hier hinten rum viel besser. Was war das? Oh, da fliegt er. Oh, da fliegen zwei. Keine Herausforderung für den Duke. Kaputt gemacht. Oh. Kann ich da hoch? Nein. Oh, da oben sind noch mehr. Oh! Wenn das mal kein Headshot war. Hallo! Oh, der Feuerlöscher, der war immer tödlich. Da müssen wir aufpassen. Genau deshalb. Ich glaube, es ist gerade explodiert. Boah, überall sind sie, die Wichser. Okay, willkommen im Kino. Oh, jetzt habe ich die Steroide benutzt. Oh, holy moly, ist das schnell. Holy moly. Kann man überhaupt nicht mehr ziehen. Also war schon ein bisschen übertrieben damals. Okay, was geht jetzt ab? Boah. Erstmal Licht an hier. Vorher geht gar nichts. Hallo! Willkommen in der Lobby! Die! Schon tot? Was seid ihr für Pussys? Oh ja, oh ja. Ich weiß genau. Oh. Da war doch was. Ja. Hallo. Passiert nichts. Hier war doch irgendwas. Yeah, Moonboon, du hast immer noch drauf. Wie komme ich jetzt da hoch? Ah. Oh. Ah. Okay. Sister Act 3. Ah, der Klassiker. Dann gehen wir erstmal hier aufs Klo, würde ich sagen.
Grad im Himmel. Seit Jahren nicht gezockt und trotzdem habe ich noch irgendwie alles im Gedächtnis hier. Oder habe ich? Oh nein, the Mighty Boot. Wir brauchen Mighty Boot. Ist jetzt selber einer auf dem Klo? Ja. So, komme ich jetzt da rein? Ja. Oh. Da drin sehen wir eine Jungfrau. Ich weiß nicht, ob es eine Jungfrau ist. Auf jeden Fall sehen wir eine Frau, die von den Aliens gefangen wurde. Da müssten wir als Duke Nukem natürlich sofort einschreiten. Kill me. Ich glaube, wenn man die tötet, dann erscheinen Monster. Oder? Nein. Okay, was gibt's hier? Oh, das wollte ich nicht. Ah! Ah, okay. Jetzt sind wir hier im Vorführraum. Da gibt es eigentlich einen anderen Weg hin. Auch erstmal Licht an. Der rote Schlüssel, meine lieben Freunde. Und nochmal die die FPG, sage ich schon, die RPG. Den höre ich denn da? Ah, hier gibt es nichts mehr. Aber ich würde sagen, wir spielen mal den Film ab. Oh yeah. Hallo. Seht ihr den Riss auf ihrer Mumu? Lol, das hört sich auch lustig an. Bam. Da müssen wir nachher rein. Aber zunächst gehen wir nochmal hier runter. Was ist denn bei dir? Nichts Spezielles. Oh ja, yeah. Was haben wir hier noch? Okay, es geht alles ein bisschen kaputt hier vor die Wunde so. Zurück in den Kinosaal und durch die. Boah! Bastard! Bastard! So, hier waren wir vor, ne? Ihr erinnert euch, da sind wir reingekommen. Du siehst aus wie eine Pixelfresse, Duke. Jetzt übertreib mal nicht. Okay, gehen wir hier wieder raus. Und jetzt gehen wir nach da zum Ausgang, würde ich sagen. Was mache ich hier schon? Ach, das ist der Haupteingang. Hier wären wir reingekommen. Hätten wir dieses Ding gesprengt. Okay. Gibt es hier noch irgendwas? Nein. Okay, Arcade. Habe ich denn keine Pipe-Bombs? Normalerweise hat man doch hier schon Pipe-Bombs. Ich habe bestimmt irgendwas vergessen. Was habe ich vergessen? Was habe ich vergessen? Hier waren wir überall. Oben waren wir. Hm, fällt mir jetzt nicht ein. Egal. Balls of Steel. Oh yeah. Wer erkennt den Hinweis auf die Balls of Steel Edition von Duke Nukem Forever? Don't have time to play with myself. Okay, jetzt habe ich den Fehler in der Geschichte von Duke Nukem Forever gefunden. Weil er wartet ja nämlich noch nach 12 Jahren auf sein Videospiel. Dabei gibt es hier schon Duke Nukem 2. Also, oh je, Gearbox Software, da habt ihr wieder Scheiße gebaut. Was geht hier? Wow! Blödes Schwein. Aber jetzt habe ich das Gefühl, ich habe da irgendwas vergessen. Ja. Oh, und wir haben den Holotuke. Seht ihr den Holotuke? Wie kann ich den aktivieren? So. Läuft er jetzt mit mir mit? Nee, der steht einfach nur da. Oh, und da ist auch schon der Ausgang. Das ging ja flink. Mighty Boot. Bam! Secrets found, 7 secrets missed, 1. Okay. Let's rock.
Red Light District. Oh, da geht's gleich ab. Oh Gott, wie kann ich nur zweimal daneben schießen? Komm schon. Die! Ich weiß genau, dass da noch einer ist. Okay, zuerst gehen wir mal in die Forbidden Videos und Books Section. Oh, dann hier. Bam. Komm schon. Ah. Okay. Oben gibt's Atomic Health. Hier gibt's Atomic Lizards. Kann ich nicht noch mehr für die Pistole? Oh ne, ich bin voll. Tatsächlich. So, hier geht's aufs Klo. Da will ich jetzt gerade noch nicht hin. Ich will lieber hier in den Puffraum. Hallo, Mami. So, hier. Hallo und tschüss. Was kommt hier? Oh yeah! Hail to the King, baby! Hail to the King, baby! Much better. Ein Game, das sich einfach nur um Spaß dreht. Genau sowas erwarte ich auch von Duke Nukem Forever. Und wehe! Da war doch auch was. Wehe, sie können es nicht liefern. Dann drehe ich am Rad. Halt. Yes! Moonboon, du Chief. Oh, ein bisschen dunkel. Haben wir hier keine Night Vision? Ne, haben wir nicht. Oh, da gibt es noch einen Raum. Boah. Ja, du willst wirklich austragen, Bulle? Oh, hier gibt's Licht. Oh. Oh, oh. What the fuck? Ich sehe überhaupt nichts. Egal, er ist down. Da ist irgendwie der Aufzug. Ja. Oh yeah, Chain Gun. Ich weiß genau, dass da noch einer drin ist. Na los, wo sind meine... Hier. Hört ihn schreien? Duke Nukem must die. Vielleicht die falsche Waffe für ihn. Wusch. Oh, das war nicht so gut. Oh nein, Restart Level? Oh nö, oder? Press Open. Okay. Wegen dem kleinen Ding muss man von vorne anfangen. Das ist ja wohl total assig. Und meine Waffen sind auch weg. Na toll. Okay. Sieht schon anders aus, jetzt würde ich mal sagen. Da müssen wir uns wieder ein bisschen nachnehmen. Okay, du verziehst dich erstmal. Mit deiner Shotgun, du Hund. 24 Schuss, damit kommen wir halt nicht weit. Wo ist er hin? Komm, get some. Boah, ist mir ein bisschen Leben hier.
Puh, ganz schön knapp. Okay, dann müssen wir da halt nochmal durch. Vielleicht sollte man zwischendurch halt mal speichern. Das ging doch. Ja, Safe Game. Moon Boom. Game saved. Also hier war glaube ich nichts. Nein, hier war ein Mob. Und Health. Und hier war so ein Bulle. Und hier gibt es einen Rocket Launcher. Diesmal gehen wir da hinten nicht mehr durch, da waren wir schon. Dann gehen wir zurück. Grabben uns hier die Armor und die Pipe Bombs, die brauchen wir eigentlich unbedingt. Oh, jetzt habe ich schon wieder einen Raketenwerfer in der Hand. Das endet irgendwann noch böse. Was habe ich jetzt in der Hand? Shotgun. Okay, wo war jetzt hier der Weg? Komm schon, da war noch einer. Es gibt natürlich vier Richtungen, in die ich schauen kann und ich schaue in alle drei falsch. So, diesmal speichern wir hier nochmal. Was heißt hier? Ah, ah, hör auf, so rumzumummen. Da fliegt ja noch einer. Das Problem ist, dass ich da raus muss. Und wenn ich jetzt so da rausspringe, dann sterbe ich. Genau, das habe ich gemeint. Load Game. Oh ja, jetzt haben wir sie gut. Was ist denn hier für eine scheiß Auto-Ziel-Dings drin? Sieht aus, als würde ich irgendwo nach da hinten zielen, oder was? Ja, von da unten ist es eh nicht. So. Boah, da hinten liegt noch einer. Gut. Safe. Ja, ja, ja. Okay. Puh. Bisschen Leben. Kann nie schaden. Hail to the King, baby. Ich liebe es einfach, wenn er das sagt. Oh, ein Rätsel. Nein. 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 Nein, doch! Oh yeah! Gullideckel. Wie öffne ich Gullideckel? Ich weiß es nicht mehr. Kann man es überhaupt öffnen? Naja, Bums, werden wir rausfinden, früher oder später. Who wants some? Um?
Toll, die ist ja wirklich weit gerollt. Ja los, komm raus. Komm schon raus. Jetzt haben wir dich halt wieder ein. Oh, was war das? Secret! Come get some. Damn, I'm looking good. Oh, und wieder eine Runde pissen. Hier ist auch nichts, wie es scheint in diesem Spiel. What a mess. Where is it? Puh, erstmal wieder speichern, nur falls wir Kacke bauen. Hier gibt's Ratten, was gibt's hier noch? Ja, so eine Frau. Ach, ich glaube, da oben war der Gullideckel. Okay, und ach so, nee, wo das hinführt, das wissen wir ja. Der führt nämlich nach da hinten. Da, seht ihr es? Okay, da ist noch eine Runde Billard. Oh, und die Weiße weg. Na toll. Krieg ich die irgendwo wieder? Nein. Okay, genug gedaddelt. Oh ja, hier geht's auch ab. Wie jetzt überlebst du das? Was? Stirb! Oh, Geld. Ammo vor Pistol. Hallo. You wanna dance? Na los. Shake it, baby. Shake it, baby. Ich verkriech mich. Da waren doch jetzt mehr als einer. Oh ja, das sind sie. Oh fuck. Come get some. Die Frau lassen wir mal lieber am Leben. Das Spawn sind nur wieder Monster. So, willkommen im First Access Club. Hey. Boah, da steht natürlich einer. So, und hier sind die Ladies. Hi Ladies. Oh ja. Ich weiß noch genau, wie mich das zum ersten Mal fasziniert hat. Vor, ich weiß nicht, wann war es, mit 15? Ja. 10 Jahre später und es fasziniert mich immer noch. Hallo. Hallo. Okay, wie ging es jetzt hier weiter? Hier war doch... Ja, da oben. Nein, doch. Ich weiß es genau, dass es klappt. Holy moly, Gestützer rein, Duke. Vielleicht ohne ducken, nur springen. Springen! Ah ja, nur springen. Okay. Come get some. Mighty Foot! Oh, ah, das machen wir uns doch wieder schön einfach hier. Oh, jetzt ist aber dunkel. Oh shit. Noch einer. Wenn ich das, dann geht der Vorhang auf. Okay, gibt es hier sonst noch was? Nein. Boah, der hat es mir jetzt aber gegeben. Ach, da oben ist noch einer. Von der Chain Gun haben wir auch voll. Dann benutzen wir die mal, würde ich sagen. Alle tot?
Bisschen Zeug einsammeln. Okay, und jetzt da hoch. Weil das saven. Hat jetzt gesaved? Ne, hat's nicht. Jetzt hat's gesaved. Wie schnell hat denn der mich bitte jetzt erschossen hier? Okay, zum Glück habe ich gesaved. Red Light District. Diesmal wissen wir ja, was auf uns zukommt, deshalb... Okay, und da sind wir in Gefangenschaft. Oh Gott, voll viel verpasst anscheinend. Sollen wir noch eins machen? Ich hab noch Bock. Deathrow. Oh, okay. Okay, alles klar. Nein. Ach, wir sitzen auf dem elektrischen Stuhl. Ich erinnere mich. Und wir haben keine Waffen und nichts mehr. Wir haben nur den Mighty Foot und müssen gleich gegen den Shotgun Trooper hier kämpfen. Kein Problem für Duke Nukem. Oh, er ist durch. Wo ist er hin? Boah, shit. Drei Schuss. Und wieder munitionslos. Okay, aber hier war doch auch irgendwas. Ich weiß es doch. Der Stuhl ist nach unten gefahren. Genau. Das andere machen wir mal noch nicht auf. So, jetzt haben wir erstmal wieder volles Leben und Munition. Und jetzt geht's weiter. Wird kurz gespeichert. Da haben sie einen Zuschauerraum extra für mich, wie ich sterbe, die Wichser. Oh ja. Unlock. Okay. Ah, was war denn hier nochmal? Ich weiß es nicht. Irgendwas Schlimmes bestimmt. In der Kirche. Falls Sie ein gläubiger Christ sind, sollten Sie jetzt ausschalten. Da oben hängt ein Mönch. Okay. What the fuck? Die Sounds sind ja auch echt Hammer. Steroide? Wie kann ich denn mein Inventar durchwechseln? Das weiß ich nicht. That's one doomed Space Marine. Kapiert? One doomed Space Marine? Weil er aussieht wie der Space Marine aus Doom? Haha! Duke, du bist einfach der Beste. Weg da mit dir. Come get some. Mm, mm, mm.
jetzt komme ich nicht mehr raus, oder was? Ja, tatsächlich. Aber wie komme ich denn... Ach so. Oh, mein Fadenkreuz. Da ist es. Ah, das muss ich also von da hinten. Okay, okay, okay. Ist natürlich blöd, wenn man nur noch 5 Schuss hat. Jetzt nur noch 4. Pistole haben wir nicht. Wir haben zwar Munition dafür, aber wir haben keine Pistole. Aber wir haben ja noch die hier. Oh, das ging so schnell. Scheiße. Was erwartet uns da oben? Hier war ich noch nie. Nice. Hat sich gelohnt. War das eine Frau? Okay, egal. Save game. Boon boon. Da trifft er mich noch, der Sack. Die, Bitch. Was ist denn da? Da ist eine Zelle. Kann ich da rein? Kommst du jetzt mal hier vor, oder was? Rat mal so. Boah. Hallo? Seht ihr auch so viel wie ich? Okay, weiter geht's. Oh shit, ich erinnere mich. Hier war es immer ganz praktisch, wenn man ein Jetpack hatte. Das haben wir, glaube ich, leider nicht mehr. Weil ich Noob gestorben bin vorher. Gehen wir erstmal kurz weiter. Was gibt's hier? Who wants some? Who wants some? Okay, jetzt brauchen wir den blauen. Und den blauen gibt es bestimmt hier drin. Oh Mann, das wird was. Wow, gar nicht so schlecht. Yes. Ding, ding. Blaue Schlüsselkarte. Okay, da waren wir schon. Oh, mehr gibt's nicht. Sehr langweilig. Gibt's echt nicht mehr? Nee. Okay, dann speichern. Und sollen wir noch uns dieses Ding holen? Das wäre eigentlich praktisch. Ah, wir machen lieber, dass wir jetzt sicher rauskommen. Komm schon, mach die Tür auf. Oh, die will ich auch. Kann ich den da anlocken? Verstehe. Komm schon. Komm schon. Komm schon. Sag mal, ist jetzt zu blöd. Dann stirb schon so, Bastard. Oh, holy moly. Eine Menge böse Jungs. Hail to the king, baby. Okay, hier brauchen wir rot. Da sehe ich noch einen. Come get some. Endlich eine zweite Waffe, eine dritte, eine vierte. Da braucht man gelb. Gott, gelb haben wir auch noch nicht. Oh, die warten da schön auf mich. Okay. Gut zu wissen. Ach, Muni. Da brauchen wir auch rot. Okay, da oben kommen wir so nicht hin.
genau gesehen, was da war. Nein! Hat nicht gereicht. Ach, sieh an. Okay. Jetzt muss ich mal versuchen, ob wir da drunter durchkommen. Tatsächlich. Noch ein 2. Ich höre hier noch... Okay, überall Sounds. Da muss ich nur ein, zwei Gegner. Boah, Boots. Sieht jetzt mein Boot anders aus? Ihr bleibt mal schön da hinten. Gab es hier nicht auch irgendwas? Ich weiß es nicht mehr. Kannst du da durchballern? Nein, kannst du nicht. Achso, da gehen die Türen auf. Ich habe gedacht, da geht das Kraftfeld aus. Okay, wie lösen wir diese Sache hier? Ich würde sagen, einfach ganz rustikal. Na toll. Boah, bleib weg. Oh, sind jetzt die Kraftfelder aus? Wahrscheinlich schon. Jetzt nie im Ernst. Oh, das U-Boot. Oh! Ja, wie machen wir das jetzt, ohne drauf zu gehen? Offensichtlich so. War zwar bestimmt nicht die eleganteste Lösung, aber es hat funktioniert. So, jetzt müssen wir aufpassen. Die sind frei. Oh ne, sind sie nicht? Boah, scheiße. Achso, ja, wir haben ja jetzt gelb. Wir haben gelb, gelb, gelb. So, wenn ich jetzt wüsste, wie ich durch mein Inventar blättere. Yes, ich hab's gefunden. Auf Plus. Gut. Was haben wir da noch? Okay. Erstmal speichern. Und weiter geht's. Oh, ihr miesen Säcke. Komm ich da rein? Ah, ja klar. Okay, da gehen wir gleich hin, glaube ich. Und ich meine, dass es sehr, sehr böse ist da draußen. Oh, hallo. Wer bist denn du? Da waren wir schon. Da waren wir auch schon. Da waren wir noch nicht. Okay. Also... Links. Oh, da fliegt was. Da fliegt was. Da fliegt noch mal was. Und er weicht aus. Was? Komm her. Oh, das sind so Geschütztürme. Ja, wie vermutet.
steht auf der Seite auch. Zwei Schüsse, zwei Geschütztürme. Erwischt. Und erwischt. Oh fuck. Das war ja klar. Was gibt's hier? Hier gibt's überhaupt nichts. Hier geht's auch nicht weiter. Hier muss es doch irgendwo was geben. Doch, da. Rote Karte. Yes. Und zurück. Ah, safe. Tür zu, Tür zu. Okay. Passt. Safe. Und ab geht's. Oh nein, habe ich jetzt wieder... Kann ich die nicht anhalten? Oh Mann. Scheiß Steroid. Finger weg von Steroiden. Hallo? Hallo, wer bist denn du? Sieht aus wie der Boss oder so. Ist jetzt irgendwas Wichtiges passiert? Ah! Komm schon! Oh nein. Nicht im Ernst. Da ist er noch. Boah, ich muss ja nachschauen. Ach, sind die Kraftfelder deaktiviert? Und Pipe-Bombs, nicht schlecht. Und auch hier Kraftfeld deaktiviert. Okay, das ist jetzt die Frage, geht es jetzt hier weiter oder geht es da bei den Kraftfeldern weiter? Toll, der Plan bringt mir ja wirklich viel. Roffel, da hätte ich gar nicht hingemusst. Okay, dann geht es tatsächlich bei den Kraftfeldern weiter. Habe ich noch Munition? Ja, habe ich. Good morning, Boon. The King, baby. Hail to the King, baby. Zu, Munition und Abkürzung. Okay, also hier nichts Relevantes. Aufpassen muss man hier. Zu. Hä? Auch zu? Okay, das verwirrt mich jetzt noch ein bisschen. Alles zu. Geht's dann eventuell doch da weiter, wo ich gedacht habe, dass es nicht weitergeht? Rot. Ah! So, nee. Nee, nee, nee. Geht's doch hier weiter? Klar, hier waren ja auch so viele Laserfallen, die werden ja nicht umsonst. Denkst du, kannst du mich verarschen oder was?
da oben war? Nein. Geht's da weiter? Hail to the King, baby. Auch nicht. Okay, I'm confused. Also hier geht's definitiv nicht weiter. Draußen? Ja, draußen! Die Tür da hinten. Aber wie geht die auf? Da muss doch irgendwo ein Schalter sein für. Hier kommen wir dann raus. Da geht's weiter. Okay, 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 okay. Ganz ruhig, Mungun. Schalter zu der Tür. Also hier ist keiner, ne? Nein. Definitiv nicht. Dann ist der bestimmt in diesem Kontrollraum. Oder ist er hier? Nein, hier ist auch nichts. Gehen wir nochmal da hoch. Hier? Nein. Hier? Nein. Hier auch nicht. Das ist ja komisch. Also das da ist unsere Tür, wo wir durch müssen. Und das da, das mir. Da waren wir überall schon. Aber hier gibt es auch keinen Schall. Oh, warum fliegt man denn durch das Geländer? Ihr verhurten Hurensöhne, echt. Hier ist kein Schalter, definitiv nicht. Ja, mach mal zu. Aber wenn hier zu ist, dann ist da auch nichts anderes, wie wenn er auf ist. Das ist doch kacke. Muss es doch eine einfache Lösung dafür geben. Das ist Duke Nukem. Das ist kein Puzzlespiel. Death Row, das haben wir ja hergekommen, ne? Genau, und hier vorne gibt's ja... Da waren wir schon. Da waren wir auch schon. Hier vorne gibt's nichts mehr, Mann. Ich bin verwirrt und es geht mir auf die Nüsse. Auch keine Munition. Gibt's auch keine Schalter? Ach. Ah, Leute. Sowas muss man dem Mungun halt sagen, sonst klappt das nicht. Und jetzt noch die dritte, komm schon. Und jede Wette hier drüben finden wir jetzt was. Bitte, lass mich was finden. Bitte, bitte, bitte. Letzte Zelle, letzte Hoffnung. Oh mein Gott. Und ein Loch in der Wand. Komm schon, bitte. Nein, es geht nicht weiter. Warum geht's nicht weiter?
Bitte, lass mich noch irgendwas übersehen haben. Yes. Wo führt mich das jetzt wieder hin? Yes! Yes, yes, yes. Boah, die Bitch. Auch unbedingt hier. So läuft das nämlich. Okay. Ihr seht, auch wenn wir den richtigen Weg nicht wissen, es gibt immer einen Alternativweg. Und ich finde, gerade das macht das Spiel aus. Es gibt so viele Tricks und geheime Wegchen und alles. What the fuck? Das ist übrigens die USS Dallas. Die hat man auch schon... Wie kann ich denn tauchen? Ah, okay. Die hat man auch schon im Video gesehen zu Duke Nukem Forever. Am Anfang, im Intro. So, noch ein bisschen alles einsammeln hier. Habe ich schon, volle Shotgun. Was gibt's hier hinten? Kleinen Wicht, wird nicht kaputt. So, und das war's. Ich würde mal sagen, an dieser Stelle machen wir Schluss. Das Video dauert sonst einfach zu lange. Ich weiß nicht, wie lange ich schon gezockt habe. Und falls ich weiterspielen soll, sagt's mir einfach, schreibt's in die Kommentare, falls es euch gefallen hat. Und wenn nicht, dann war das eine einmalige Sache, auch nicht schlimm. Ich habe einfach Bock gehabt, ein bisschen zu zocken. Und wie immer könnt ihr mich gerne abonnieren, YouTube oder Facebook oder Twitter folgen. Joint meiner Steam-Gruppe, die Links findet ihr alle unten in der Beschreibung des Videos. Und wir sehen uns wieder beim nächsten WoW, Portal oder sonstigen Gaming-Video. Ich bin Moonboon und ich bin raus. Ciao, ciao!